Hmm, it won't open. It looks like it's locked. There's a red plate on it. Do you think that means something? Vielleicht. Damn, it's not opening. Locked, of course. The blue plate on here seems a little suspicious, though. A locker with a blue plate on it. It's locked and it won't open. Auch zu. Damn, it's not opening. It won't even budge. It's got this purple plate on it, too. Jeder von uns hat jetzt eine Tür ausprobiert. Och, ist das toll. Teamwork. Yeah, wir kriegen dort nichts auf. Blöd. I think the doctors and nurses probably washed their hands here before an operation. Nothing suspicious here. Ja, wenn Seven das sagt, dann wollen wir ihm an der Stelle glauben. Okay, ich glaube, weiter können wir in dem Raum jetzt nichts machen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück und gehen dann einfach mal zur anderen Seite hin. Und zwar hier rechts. Oh, hier sind sogar zwei Türen. Ist ja lustig. So, was haben wir hier? It's a chemical closet. Aha. Awesome, it's unlocked. Oho, okay. Jede Menge chemisches Zeugs und so. Und was ist in der anderen Tür? Moment, das möchte ich kurz noch gucken. Und vor allem, nee, die Dinger kann man nicht untersuchen. Jumpy, where are you going? That's the door we came through. Ach so. The only thing out there is the number door. I'm pretty sure I don't need to tell you that the number door is a one-way deal. So, you're saying there's no point to going back there, huh? And they are nodding. Awesome. Schön. Warum verschwören die sich auf einmal gegen uns? Mein Gott, das fühlt mir unheimlich. So, was haben wir hier? Eine komische Kiste. Eine komische Kiste mit einem Zahlenschloss. Super. This thing won't open. Is it locked? You probably need to put in a passcode. I mean, geez, they've even got a keypad on there. How much more obvious can you get? Da hat sie recht. I can only enter three numbers. E is for enter and C is clear. Once you input the number, press E. If you mess up, press C. Let's give it a shot. Ja, raten wir doch einfach mal. Drei Stellen? Vielleicht... Nein, nein, nein. Okay, dann nicht. Hätte ja sein können, dass nach dem Spiel benannt ist oder so. Na gut, dann. Ja. Oh, red liquid. Eine rote Flüssigkeit. It looks like there's something inside that bottle. Why don't you try pouring some out into the cap? Can't see any reason why not. What's that? It's bright red. Do you think it's blood? No, blood's thicker than that. Then what is it? Beats me. Okay, also einfach nur eine rote Flüssigkeit hier drin. Schön. Was haben wir hier? Blue liquid. It looks like there's something inside that bottle. Why don't you try pouring some out into the cap? Can't see any reason why not. What's that? It's bright blue. Do you think it's alien blood? Where the hell did that come from? Then what do you think it is, Seven? I don't know. Some sort of special bath soap? Ugh, what a boring guess. Ja, da gefällt mir das Alienblut eigentlich auch besser. There's a note on top of the table. Iron equal to 1, salt equal to 2, water equal to 3. Carbon dioxide, ammonia, ethanol. Alles mit einem Fragezeichen versehen. What do you think this is a hint for? Maybe it's got something to do with this box? Okay, brechen wir uns das nochmal kurz auf. So, also. Wir haben Eisen, das offenkundig die 1 darstellt, in was für einer Art von Rätsel auch immer. Dann haben wir Salz, das die 2 symbolisieren soll. Und wir haben Wasser, was die 3 symbolisieren soll. So, und dann haben wir Kohlenstoffdioxid, also sprich, ja, CO2, das irgendwas darstellen soll. Ammonia, schieß mich tot, frag mich nicht, was für eine chemische Formel Ammonia hat. Auch ein Fragezeichen. Und Ethanol, das hat auch irgendeine komische chemische Formel und das weiß ich auch nicht. Und das ist auch ein Fragezeichen. Gut, okay, habe ich mir jetzt einfach mal notiert. Sind wir aber glücklich und zufrieden mit. Well, look at the first line. Maybe the question mark represents a number. Das kann gut sein. Ja, und das wird wohl auch so sein. Aber was für eine Nummer? Das ist jetzt interessant. Schauen wir uns weiter in diesem Raum hier um. Oh, good stuff. Let's go for a drink. What are you talking about? I'm talking about that bottle. It says
C2H5OH. Right? It's ethanol. Aha! Moment, okay, Mist, das hätte ich mir jetzt aufschreiben müssen vielleicht. That's right. It's also known as ethyl alcohol. It's pretty much what booze is made of. So, you're gonna drink it? Nah, I won't. It might say that's what is on the label, but there could be anything in there. Kann man puren Ethanol trinken? Jetzt mal so, ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, wir hatten das Thema schon mal irgendwo hier in diesem Spiel. Naturwissenschaften unter Hering, ich stehe mit den meisten davon auf Kriegsfuß. Chemie ging eine ganze Weile gut, aber irgendwann halt nicht mehr. Und mittlerweile ist auch seit Jahren da auch gar nicht mehr das Interesse vorhanden, sodass ich absolut keine Ahnung davon habe. Aber kann man puren Ethanol trinken oder so? Also macht das Sinn? There's a bottle of ethanol on the shelf. The label says... Okay, Ethanol steht also für C2H5OH. Gut, schön. Ja. Merken wir uns einfach mal, habe ich mir aufgeschrieben. Hey Jumpy, you think there are any slugs on this ship? Huh? Well, if they are, I was thinking we could put salt on them. What's she pointing at? The label states Natrium... Ach ja, natürlich Salz, Natriumchlorid. Ah, okay, ja gut, alles klar. Wusste ich jetzt auch nicht mehr, aber gut, ja. Mhm. Salt, huh? Do you think Seven will shrivel up if we put it on him? Hey, you say something? Ja, nee, das ist Tierquälerei, also ich bitte euch, Salz auf Schnecken und so, das ist doch, ja, macht man nicht. Jumpy, there's a bottle of iron powder on the shelf. How do you know it's iron? The label says Fe, Ferrum, ja, Eisen. Fe stands for iron, right? Stimmt, genau, also Fe gleich, also Fe gleich 1 dann in dem Fall, Eisen gleich 1, okay, hm. So. Something stinks. Is it coming from this bottle? It says NH3. NH3. Well, that of course stinks. It's ammonia. Ach so, okay. Ammoniak ist also NH3. Mhm. Ja, stinkt halt. Gut. There's a bottle of ammonia on the shelf. It says NH3. It's a 3. Da-da. C is carbon. Oh, jetzt schlüssel das Ganze sogar nochmal auf. Ich bin begeistert. C is carbon, H is hydrogen and O is oxygen. So, basically, ethanol is made of 2 carbon atoms. 6 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Okay. N is nitrogen and H is hydrogen. So, in other words, ammonia is made of 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atoms. Schön, Antivirus wieder an. Ja, das ist fluffig, lustig und so weiter und so fort. Ich weiß, dass man es ausstellen kann. Hellnagel hatte mir da schon mal einen Tipp gegeben. Es tut mir leid, ich habe mich nicht drum gekümmert. So, there's a bottle of ammonia on the shelf. Ja, ammonia is composed of... Jetzt wird einem das mittlerweile alles aufgeschlüsselt. Also im Endeffekt ist das ein Rätsel für Dumme. Jetzt müssen wir uns nur noch die beiden anderen Sachen da auf der rechten Seite angucken und dann erkläre ich es euch nochmal im Einzelnen. Hey Jumpy, there's dehydrogen monoxide on the shelf. Why don't you just say water? Ja. What's this? Looks like a can with a spray nozzle. It says CO2. So it's a can filled with carbon dioxide. Gut. Wir haben jetzt also 6 verschiedene chemische Dinge oder 6 verschiedene Sachen einfach in diesem Raum. Eisen, Natriumchlorid, sprich Salz, Wasser, Kohlenstoffdioxid, Ammoniak und Ethanol. Dazu haben wir diese Notiz hier. So, und jetzt gehen wir das Ganze mal logisch durch, beziehungsweise so, wie die Charaktere uns das mittlerweile erklärt haben. Es kommt hier nämlich darauf an, tatsächlich auf die chemische Zusammensetzung der jeweiligen Stoffe und auf die Anzahl der Atome, aus denen die einzelnen Stoffe bestehen. Nehmen wir zum Beispiel Eisen, Ferrum. Wenn wir einfach nur Eisen haben, das steht eben für das chemische Element, es gibt das chemische Element Fe, Ferrum, Eisen, das steht dafür. Aus wie vielen Atomen besteht das? Natürlich aus ein Ferrum. Eisen ist keine Zusammensetzung aus irgendwie verschiedenen Dingen oder irgendwie sowas, sondern das ist ein chemisches Element. Deswegen steht auch einfach nur Fe da. Ein Ferrumatom quasi gesehen. So. Nächstes. Salz.
haben wir gelernt, Salz ist gleich Natriumchlorid. Sprich, eine Kombination aus Natrium und Chlor? Kann man das? Ja, ich denke, glaube, ich hoffe, ich laber jetzt nicht zu viel Scheiße. So. Also einmal ein Natriumatom und einmal ein Chloratom ergeben zusammen, Chlor ist was anderes. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt bin ich total wuschig, deswegen. Egal. Natriumchlorid klingt schön. Wie gesagt, wir haben das Na auf der einen Seite und das Cl auf der anderen Seite. Bei beiden steht quasi gesehen keine, wie nennt sich das immer, diese Ziffer, die da immer bei den Elementen steht. Ach, es ist zu lange her. So, Na1, Cl1, 1 und 1 ergibt 2, deswegen Salz gleich 2. So, Wasser, das ist einfacher. H2O. Wir haben Wasserstoff und 2 Sauerstoff und deswegen halt 1 Wasser plus 2 Sauerstoff ergibt gleich 3. So, das ist einfach nur das ganze Rätsels Lösung. Was haben wir jetzt also? Carbondioxid, Kohlenstoffdioxid, CO2. Das heißt, Carbondioxid ist logischerweise ebenfalls gleich 3. Ammoniak, NH3, 1N, 3H, sprich Ammoniak gleich 4. Ethanol. So, C2H5OH. Haben wir also 2C5H, 1O und noch ein H, wenn ich das jetzt richtig sehe. Genau. Dann haben wir da 7, 8, 9. Das heißt, der Code, der jetzt richtig sein müsste für die Truhe, wäre 349. Hat es irgendjemand verstanden? Ich hoffe es. Ich glaube, es ist auch nicht so kompliziert, aber ich kann es nicht besser erklären. Das ist so doof. The box looks like you have to enter a passcode on the keypad to open it. I can only blub und so weiter und so fort. Aber das hat mich schon damals ein bisschen länger auf Trab gehalten, weil ich nicht wirklich drauf gekommen war, ganz ehrlich. So, 3, 4, 9. Enter. Tatsächlich. Gut. Schön. Oh, guck mal, was alles drin ist. Ein gefaktes Herz. A heart. This thing is super creepy. This ain't good for the heart. Ja, so, und noch ein Arm. Fake right arm. Cool. It's the right arm of the body. It's kinda creepy. Clover findet momentan irgendwie alles creepy. Ich finde manchmal Clover eher creepy, aber irgendwie ist es lustig, wenn sie sowas mal sagt. Egal. So, verlassen wir den Raum. You think we should go back? Yeah, I think that's probably best. Clover nodded and left. Jumpy was about to follow her, when he realized that Seven wasn't following suit. Hey Seven, what's up? Oh, well. He looked up at Jumpy, distractedly, and then back down at the brown bottle he held cupped in his large hands. What's that? In response, Seven tossed the bottle gently to Jumpy. He caught it and twisted it around to read the label. Ethylene diamine tartrate? EDT. It's tartaric ethyl anidride. Oh Gott! Ich hab nicht mal Ahnung, was das auf Deutsch ist. EDT. It's tartaric ethyl anidride. What kind of medicine is that? It's not medicine. I think it's an industrial strength detergent. Why would they have something like that here? Well, probably to clean stuff up. Clean what up? Fuck if I know. Still, looks like it's cleaned my brain up. Jumpy looked up from the bottle. You remember something? Seven nodded, slowly, and spoke. Well, I remember a story about EDT. It happened about 50 years ago. There was this factory, somewhere in America, making big old EDT crystals. They were making it to sell as industrial strength cleaner, like I told you before. But a year after the factory started up, something strange started happening with the crystals they were building. Water molecules started attaching themselves to the EDT crystals. This made them into a sort of mutation of the original crystals called a hydrate. Once the crystal turns into a hydrate, though, it's useless as a cleaner. The factory had to just dump the crystals. As a hydrate, they were useless. But it didn't end there. After that day, the same thing started happening in EDT factories everywhere, even ones nowhere near that first American factory.
They'd been making crystals the same way, with the same materials and the same equipment and environment. But now, all of a sudden, every single crystal they formed turned into hydrate. In fact, ever since that day, no factory anywhere has been able to make a pure EDT crystal. Even in EDT research done years before, they'd never gotten a hydrate. But after it happened at the first factory, it just spread. It was like, man, how do you say it? You mean, like it was infected with a virus or something? Seven shook his head. No, not like that. It spread like wildfire. It showed up in labs that were completely isolated from the rest of the world. It even started happening to crystals that were completely sealed up. It doesn't seem like it could have been a result of this stuff coming in contact with other samples. Then, well, I guess it was some sort of information. Like, the crystals were transmitting this information all across the world somehow. What information? How to make a new crystal. Something had to tell the stuff how to do it, right? Like it just whispered to the EDT in the tank. Hey, if you do this, you can take in water molecules. Come on, man, that's just... I mean, who is this someone anyway? Someone you can see. Someone who exists all over the world. You mean like a god? Or maybe the devil? Seven grinned. As Jumpy was trying to figure out what on earth he was going to say next, Clover's shrill voice pierced the room. Hey, what are you two doing over there? Stop wasting time and get over here. Okay, we're coming. Jeez. Seven looked at Jumpy. Yeah, so, anyway, that's the story. It might be useful someday. Don't forget it. With that cryptic remark, he turned and left the room. Jumpy was left behind to ponder what he'd just heard. Information being transmitted invisibly. Could such a thing really happen? Well, thinking about that crap isn't going to help me right now. We need to figure out how to get the hell out of here first. He took a deep breath, tried to clear his mind, and followed after Seven. Interessante Geschichte, oder? Oder ein bisschen kryptische Geschichte? Also im Endeffekt, der Kern dieser Geschichte von Seven war jetzt im Endeffekt, dass vor 50 Jahren in einer Fabrik Experimente mit einem bestimmten Stoff gemacht wurden, der dann aus welchen Gründen auch immer sich plötzlich in eine kristalline oder andere kristalline Form verwandelt hat. Was vorher noch nie so gelungen war, auf die Art und Weise. Aber seltsamerweise, nachdem es dort in dieser Fabrik passiert war, passierte es plötzlich, mehr oder weniger automatisch, auf allen anderen möglichen Orten auf der Welt auf die genau selbe Art und Weise mit diesem Stoff. So als ob irgendjemand diesen Stoff in Anführungszeichen gesagt hätte, guck mal, du musst einfach nur so und so machen und dann kannst du dich weiterentwickeln, kannst du dich verändern. Irgendwie sowas in der Art. Es ist schwer, das jetzt zu erklären, beziehungsweise den Kontext mit einzubauen. Ist aber in jedem Fall so eine Sache, so etwas Ähnliches haben wir ja schon mal gehört, oder? Das hat ein bisschen was Ähnliches zu der Story, die wir in Raum Nummer 4 hatten, über die Lotus uns aufgeklärt hatte. Dieses Experiment, was allerdings mit Menschen gemacht wurde, klar. Sprich, wo sich diese Information über, ihr erinnert euch an das kryptische Bild noch, in dem man einen Hund sehen soll, dass diese Information sich eben auf eine gewisse Art und Weise verbreitet hat, nachdem einer größeren Öffentlichkeit klar war, aha, es handelt sich dabei tatsächlich um einen Hund. Alles ein bisschen mysteriös. Lassen wir das für den Moment nochmal ein bisschen so stehen tatsächlich. Wir müssen es so stehen lassen, weil wenn ich das zweite versuche zu erklären oder so, das würde eventuell dann auch ein bisschen zu viel vorwegnehmen. Und tatsächlich sind es aber so ein paar Dinge, die dann später natürlich noch aufgegriffen werden und die man dann auch näher in einen gewissen Kontext mit einbeziehen kann.